Stimmt es also, dass sie wieder da sind? Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war... Das ist eine Falle. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen fest. Wer zur Hölle bist du? So. Weltrossgeist. Geistherr, Entschuldigung. Wollen wir mal schauen. Nein. So. Ich hab wieder die Maus heftig schnell. Deine Bemühungen sind lobenswert. Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Ich finde das gut, dass hier so viel Munition rumliegt. Das bedeutet aber auch, dass Jessica, hier wir. Parker, kommen. Ja, ja, wir die kommen. Die Anlage ja. wurde infiltriert. Wir ja. brechen ab. Bereitet euch auf die Heimreise vor. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist ein Befehl. Jawohl. Großer Manitou. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Na gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt, die FBC macht einen großen Fehler. Wir führen schon 3 Wochen Krieg, um die Sache zu bereinigen. Es gab Rettungen und es gab Verluste. Zu viele. Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele. Das ist doch wohl verständlich. Nein, leider nicht. Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschuss. Wir könnten wichtige Beweise verlieren. Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt. Wir werden hier aufräumen. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Oh, gleich wieder Polizei. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja. Das ist der Haken. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Und all die Leute, die sterben werden. War's das dann jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle. Geht auf Position. Er ist definitiv böse. Guckt ihn euch an. Jetzt, ernsthaft, jetzt machen sie mit... Ah, gut. Alle Feinde erledigen. Na gut. Glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen. Ach, Bibi muss schon mal vorrennen. So, 120 Schuss. Plus 60 im Magazin. Ich habe noch normale Waffen? Ja, normale habe ich auch. Was habe ich denn überhaupt noch so an Munition mit? Ich habe auch eine Schrotflinte mit? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe jede Menge Zeug mit. Gut, nehmen wir erstmal die normale kleine Handpeng-Peng. Sie kommen. Eröffne das Feuer! Ich glaube nicht, dass wir beide das schaffen. Müssen wir wohl, wenn wir hier raus wollen. Danach, sofort zum Helikopter.
Wie viele sind das? Hat Veldru die alle gemacht? 12. Wir können das nicht eindämmen. Gott helfe uns, wenn das hier rauskommt. Man wird Veldru mit Terroristen gleichsetzen. Ich glaube, genau das wollen sie. Kleiner Hüpf. Spring ins Feld, oder wie heißt das? Kann ich die auskennen? Nee, kann ich nicht. Springende Viecher. Achso, man kann die auch zertreten. Alles klar. Das ist Bescheid fürs nächste Mal. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Das ist erledigt. Ist gut. Gut, jetzt müssen wir nur noch zum Helikopter. Der Aufzug sollte noch funktionieren. Die bewegen sich hier so langsam. Entschuldigung, ist aber so. Ich habe keine Handmuni mehr, okay. Hier liegt noch ein bisschen. Der, wunderbar. Nochmal Kraut. Jetzt Kraut. Da oben ist so lange, alles klar. Also hier, da unten ist noch Munition. Hier liegt noch ein bisschen mehr Munition. Ach, toll. Kraut. Wunderbar, liegt doch alles hier. Irgendwo Granaten, die ich übersehen habe. Hallo. Sie können auch noch klettern? Na toll. Also, sie kreisen uns ein. Das sind ganz gewiefte Viecher. Ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Und ich bestelle mir Hummer. Mach, was du willst. Was zum... Schon kaputt? Schon kaputt? Das war der letzte funktionierende Aufzug. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Da lag noch eine Granate. Wo will er denn hin? Erst jagen die uns und dann hauen die einfach ab? Und da durchschießen? Nee. Ah. Schrotgewehr-Munition. Nur kein Schrotgewehr.
Okay, dann gehe ich hier jetzt halt weg. Geh halt da rein. Gut, davon haben wir gesehen, Munition verbraucht sich echt schnell. Kein Wunder, dass er so viel liegt. Ach, die Schrotflinte. M3, das siehst du wohl. Nein, also erstmal da hinten gucken. Wenn ich schon die Möglichkeit zur Heilung habe. Oh, Schrot, 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 alles verloren. Granaten, ach, der Arsenal hier gefunden, wunderbar. Gleich steht vor der Tür wahrscheinlich wieder das Empfangskomitee. Kennt das doch. Ja, siehst du? Ja. So, also. Ist das alles, was überbleibt? Ja. Also wieder der Moment, wo ich heilen kann und alles noch wieder da ist. Granate. Da kommt gleich ein großer Fight, ne? So viele Granaten hier. Was hältst du von diesem O'Brien? Der BSAA-Direktor? Nicht mein Typ. So war das nicht gemeint. Ich glaube, er ist im Recht. Er muss General Morgan Paroli bieten. Das sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Seite. Ich dachte, die kämpfen alle für das Gleiche hier. Der Aufzug ist im 6. Stock. Schnell! Im 6. Ich muss den. Ach, man darf gar nicht irgendwo anders hin. Okay. Hallo. Noch eine Granate. Granaten habe ich. Ah, ich wollte mich nicht heilen. Wie viele Granaten habe ich jetzt? 6 Stück. Alter Schwede. Ich noch nie.
Er hat kein Interesse an uns. Okay. Finde ich gut, dass wir den noch alle reinhauen können. Ich glaube, ich sollte mal die Schrotmunition benutzen. Sonst kann ich bald keine mehr davon mitnehmen. 38 Schuss. Ich spare so viel wie möglich. Ist das ein Scherz? Eine Sackgasse? Naja, es ist ein doofes Schild. Das könntest du zur Seite treten. Aber die Story verlangt es. Wir müssen weiterlaufen. Hier können wir durch. Hilf mir mal. Natürlich. Okay, ich komme. Um Himmels Willen. Jessica, schnell! Anstatt... Naja, ich kommentiere das mal nicht. Die sind eigentlich, wären die schon lange da. Also tong, tong, tong. Ja. Kleine Bastarde! Hoffentlich hält sie das auf! Los, der Aufzug ist da drüben. Das sieht nach einem Endfight aus hier. Kann nichts mehr mitnehmen. Kurz gecheckt, was liegt hier? Pistole, Dings und da hinten liegt noch normal mit zwei. Das bedeutet, ich nehme erstmal die Schroddi. Das sieht so danach aus, als ob hier gleich wieder ein großer Fight kommt. Ich habe die Befürchtung wegen den Scheiben und so. Sie ja, klar. Ich glaube, sie kommen deinetwegen. Sie finden dich süß. Tut mir leid, ich stehe nicht auf Monster. Natürlich hat er keine Emotionen mehr. Langsam mal da sein. Alter. Ich hasse diese Springer hier. Und jetzt heil dich. Geht doch. Oh, natürlich. Lasst uns unterbrechen durch eine Animation bei... Ihr könnt mich mal... So, lad nach. Ach nee, da passen nur 6 Schuss rein, ne? Puh, ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt.
Ich kann nicht glauben, dass Morgan die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja, von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Aber ich dachte, Raccoon City wurde von einer Atomrakete getroffen. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich. Tja, vergiss nicht das Hummeressen, das du mir schuldest. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Bestimmt. Beeilung, wir müssen los! Hubschrauber. Okay, die Dame zuerst. Okay, lauf! Lauf! Lauf, er hat gesagt, die Dame zuerst. Okay, ich bin die Dame, toll. Ist ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht.